So, die Mädels waren zeitgleich noch auf dem Schulpferdeturnier in Döhlau. Das war auch am 26.08. Und das ist immer eine mega coole Veranstaltung. Da darf man ausschließlich mit Schulpferden teilnehmen. Und ich finde das richtig cool, dass das so gefördert wird. Da gibt es mega schöne Schleifen, total coole Ehrenpreise. Und wir hatten hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, also Johanna und Sarah hatten hier die Möglichkeit, vorher auf dem Platz mit den Hindernissen zu trainieren. Da werdet ihr nochmal ein separates Video zu sehen. Kommt allerdings erst ein bisschen später. Und ich sehe die Videos jetzt auch so richtig zum ersten Mal. Ich weiß zwar schon, was da für Ergebnisse dabei waren, denn ich war ja gleichzeitig mit Triana und Quintino in Frohburg. Und Johanna und Sarah sind hier als erstes im Geländereiter gestartet. Das ging hier auch eigentlich richtig gut los. Sogar inklusive fliegendem Wechsel nach links. Allerdings jetzt hier am zweiten, da war dann die Verlockung doch größer, zu den anderen Pferden zu laufen. Da ist sie dann einmal vorbeigelaufen. Das war so ein bisschen schade. Da hätte sie ein bisschen mit dem linken Bein einfach dranbleiben müssen. Da war die Konzentration dann doch noch nicht zu 100% da. Aber ich meine, für Sarah ist es ja wirklich auch das allererste Mal überhaupt eine Geländeprüfung. Und ich finde, dafür hat die das toll gemacht. Ihr seht auch, dass es sehr, sehr doll geregnet hat an dem Tag. Ich meine, der Platz kann das super ab. Aber das heißt, die Pferde mussten hier zusätzlich auch noch durch Wasser galoppieren, was natürlich für so einen Geländepony kein Problem sein sollte. Aber ich finde, dafür haben die das trotzdem richtig toll gemacht. Johanna hat sich hier wirklich bemüht, fleißig zu galoppieren. Es dürfte alles nur so ein kleines Tickchen mehr nach vorne geritten sein. Das hat im Training da schon besser geklappt. Aber ich finde, dafür, dass es ja jetzt eine Turniersituation ist, haben die das trotzdem ganz gut gelöst. Ich weiß gar nicht ganz genau, was sie für eine Wertnote bekommen hat. Ich weiß nur, dass sie siebte geworden ist. Auch hier den haben sie super gelöst. Und als letztes kam dann nämlich nach diesem hier noch die Bürste. Die fand Sarah im Training ein bisschen gruselig, aber da hat Johanna das gut gelöst, sie gut unterstützt, einfach ruhig dran geblieben und dann war das auch gar kein Problem. Wie gesagt, war so ein bisschen schade mit dem Vorbeiläufer an der 2, aber ansonsten haben die beiden das richtig toll gemacht. Weiter ging es dann mit der E-Dressur. Hier waren unsere beiden Mädels in einer Abteilung. Es war erst Luise vorne auf Sarah und dann Johanna auf Meloni. Wir haben an unseren Schulpferden nur die beiden mit dabei gehabt und die E-Dressur. Die habe ich mit den beiden auch geübt. Die war hier, glaube ich, ohne Hilfszüge geritten. Das mit dem Zoom beim Filmen, das üben wir noch ein bisschen. So ist es ein bisschen ein Suchbild. Aber genau, so. Los jetzt, Mittelschritt, ein bisschen mehr. So, jetzt ging es hier gleich im Trab. Anfang links um, rechts marschiert auf. Das hat Luise ganz gut gemacht. Johanna auch. Und bei der Grußaufstellung stand Sarah ein bisschen schief. Das ist immer so ein bisschen, jo, gerade ist anders. Dann haben sie brav gegrüßt. Also da stand Meloni deutlich schön gerade, Sarah stand ein bisschen sehr schief. Dann wieder losgetrabt und dann ging es oben linke Hand weiter. Genau. Ging jetzt auch mal ganz entspannt erstmal im Leichttrab los. Jetzt mussten sie ja, glaube ich, durch die Länge der Bahn oder durch die ganze Bahn wechseln. Vor allem ging es gar nicht im Leichttrab los, sondern im ausgesessenen Trab. Aber Mensch, Mensch, Mensch. So, Zirkel. Genau, es ging gleich, ach ja, es ging ja gleich mit dem Galopp weiter. Also Zirkel, aus dem Zirkel wechseln. Man sieht, wenn ich die Videos vorher nicht angeguckt habe, ich habe mit den Mädels zwar die Dressur geübt, aber mehr dann halt irgendwie auch nicht aus dem Zirkel wechseln. Hat aber jetzt soweit erstmal gepasst und jetzt kommt gleich der erste Galopp. Zur geschlossenen Zirkelseite angaloppieren, haben sie auch gut gemacht. Meloni auch ohne irgendwelche Figurchen. Meloni mag den Abteilungsgalopp manchmal nicht so, aber das hat hier sehr gut geklappt. Anderthalb Runden herum und dann wieder durchparieren. Jetzt kommt, glaube ich, gleich irgendwann Schritt. Boah, ich bin so unvorbereitet. Es kommt kein Schritt. Ganze Bahn. Jetzt kommt der Übergang zum Schritt. Jetzt mussten sie, glaube ich, durch die ganze Bahn wechseln im Schritt. Die haben sich bemüht, schön fleißig zu reiten. Dann kommt jetzt Trab und dann kommt nochmal der Galopp auf der anderen Hand. Also ich muss sagen, ich kenne die Ergebnisse, ich kann es euch schon sagen. Also Luise hat eine 8,0 bekommen mit Sarah und konnte damit dann auch die Prüfung gewinnen. Und Johanna hat eine 7,4 bekommen und ist damit, glaube ich, Vierte geworden. Ja, Vierte müsste sie geworden sein.
Ich kann jetzt, also es ist hier teilweise sehr weit weg, deswegen kann ich es jetzt nicht so sehen. Ich muss sagen, was mir jetzt natürlich bei Sarah gefällt, ist, also bei Luise gefällt, ist, dass sie sehr präzise die Hufschlagfiguren reitet und sich hier sehr viel Mühe gibt. Was mir nicht so gut gefällt, ist einfach die Haltung vom Pony. Also da, das hat sie schon deutlich besser hinbekommen, sie mal an die Hand ranzureiten. Ich finde vor allem so Stellung und Biegung ist jetzt nicht so da. Bei Johanna natürlich das Gleiche. Bei Johanna kommt noch oft die Außenstellung auch dazu. Das hätte ich mir jetzt bei Luise ein bisschen schöner gewünscht, dass sie hier Sarah doch noch ein bisschen schöner an die Hand rangeritten bekommt. Luise hat natürlich immer einen sehr schönen gestreckten Dressursitz. Das hat Johanna allerdings auch. Wie gesagt, bei Meloni ist immer so ein bisschen die Außenstellung. Da hätte Johanna einfach noch ein bisschen mehr innen dranbleiben müssen, um das Pferd besser nach innen zu stellen. Aber ich finde jetzt, im Großen und Ganzen nehmen sie sich jetzt nicht so viel. Aber wie gesagt, ich sehe jetzt halt auch nur das, was ihr seht. Also ich komme halt jetzt auch nicht näher ran als ihr. Beide Ponys laufen jetzt nicht irgendwie in einer schönen, perfekten Anlehnung. Beide Kinder sind bemüht, korrekte Hufschlagfiguren zu reiten, konnten alle drei Grundgangarten korrekt zeigen. Da war jetzt kein Außengalopp oder Trame auf dem falschen Hufschlag. Ja, von daher finde ich, die sind eigentlich relativ auf einem Niveau. Aber die Richter fanden hier Luise einfach dann doch einen Ticken besser. Und zum Abschluss ging es dann noch in einen Springreiterwettbewerb für Johanna mit Meloni. Beide Ponys sind übrigens auch noch einen Vierzüge-Wettbewerb gelaufen. Den haben wir jetzt aber nicht mitgefilmt. Da ist Mathilda mit Meloni Zweite geworden im Vierzüge und Annie ist was im grünen Bereich geworden. Und jetzt gab es für Johanna und Meloni erst hier einen Abteilungsteil. Den haben wir jetzt auch nicht mitgefilmt. Und jetzt ging es hier in den Parcours. Leider konnten sie den Parcours nicht zusammen beenden. Johanna war dann auch einfach so ein bisschen durch. Das war auch, glaube ich, noch ein bisschen zu viel. 3 Prüfungen an einem Tag. Das würden wir, glaube ich, so wahrscheinlich nicht nochmal machen. Da brauchte sie doch viel Konzentration, die sie ja dann nicht mehr hatte. Ihr wisst ja, wir hatten die ja jetzt auch mit in Zöten, da waren die beiden mega zusammen, da gab es ja den zweiten Platz und hier an dem Tag war so ein bisschen, ja, da hätte sie einfach so ein bisschen mehr nach vorne reiten müssen, dem Pony so ein bisschen mehr Sicherheit geben müssen, aber ich glaube, das war einfach so ein bisschen ein Konzentrationsthema, auch hier ist sie im Außengalopp angaloppiert, hat es dann auch nicht korrigiert, also das war so ein bisschen, ja, schade, sage ich jetzt mal, aber ich glaube jetzt gar nicht, dass das hier irgendwie an der Paarung lag, denn die beiden haben schon gezeigt, dass die auch zu Hause zusammen super funktionieren können, sondern es war einfach irgendwie dann so ein bisschen Konzentration und das war ein bisschen schade. Da hätte ich Johanna natürlich gegönnt, noch durch den Parcours durchzukommen, aber so ist das einfach manchmal, da muss man einfach weiter wachsen, weiter üben, weiter trainieren und dann wird es beim nächsten Mal bestimmt auch wieder besser. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich denke, wir haben das hier sehr realistisch wiedergegeben zwischen Höhen und Tiefen. Was ganz schön war, es gab noch einen Hobbyhorsing-Teil, der war für alle verpflichtend. Da gab es auch nochmal richtig schöne Schleifen. Und einen Theorietest, der war auch für alle verpflichtend. Und das finde ich immer richtig gut, dass man den Kindern eben auch so ein bisschen theoretisches Wissen vermittelt. Aber ja, so, das war es jetzt wirklich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüssi! Okay, man sollte vielleicht doch erst das Video zu Ende gucken, bevor man alle verabschiedet. Ich habe dann gesehen, dass sie Johanna nochmal die Möglichkeit gegeben haben, den Sprung nochmal als Steilsprung zu machen. Total lieb, also die Ochserstange einmal rausgemacht haben. Und dann hat es auch sofort super geklappt und dann konnten die beiden auch mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Also vielen Dank dafür, dass da auch so viel Verständnis aufgebracht wurde. Und jetzt auch wirklich tschüssi.